habe meine Lehre nach 3 Jahren abgeschlossen, habe den Beruf aufgehört und bin, ich weiß es nicht, vielleicht 10 Jahre lang reisen gewesen. Ich denke mir immer, wenn ich genau weiß, okay, ich fahre an diesen Parkplatz, steige aus, gehe 10 Meter, drücke dann ab, dann fehlt mir manchmal so das ein bisschen Abenteuer, die Geschichte dahinter oder diese Verbindung auch zu dem Bild. Mhm. Genau. Da waren wir im Hochland und dann hatten wir einen Platten. Dann haben wir Reifen gewechselt, sind wir weitergefahren, dann hatten wir wieder einen Platten. Ich glaube mal, so alt und jung kann sich gut kombinieren auch. Also ich kenne auch 85-Jährige, die hängen nicht am Berg ab. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Im Fokus. Wir sind heute in Österreich. Wo genau, Felix? An der Taugel, einem wunderschönen Wildalpenbach. Und wir werden heute hier fotografieren mit unserem heutigen Gast. Den stellen wir euch gleich vor. Als erstes nochmal ein fettes Dankeschön an unseren Sponsor des Tages, Revolution Race. Wir sind sehr stolz darauf, dass Revolution Race mit uns zusammenarbeiten wollte, denn wir tragen die Klamotten schon relativ lange. Richtig coole Outdoor-Klamotten. Da könnt ihr einfach mal selber in die Videobeschreibung gucken. Der erste Link führt direkt zu der Website, zum Online-Shop, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Und es gibt natürlich auch noch einen Rabattcode für euch, der steht auch unten drin. Wie gesagt, richtig coole Jacken, richtig coole Hosen. Hatte heute tatsächlich auch seinen Härtetest. Wir waren nämlich schon fotografieren und es hat in Strömen angefangen zu regnen. Aber das werdet ihr noch sehen. Es ist nass außen, aber innen drin sind wir komplett trocken und genauso soll es ja sein. Alles tipptopp. Ja. Welche Klamotten wir genau anhaben, posten wir euch auch unten in die Videobeschreibung. Falls ihr genau das haben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch in dem Shop besorgen. Ansonsten freuen wir uns jetzt auf unseren Gast, Sven Herd. Ja, hi. Hi, Stefan. Herzlich willkommen. Komm hier in unsere Mitte. Komm in die Mitte. So, wir gehen heute mit dir gemeinsam hier ein bisschen fotografieren. Wir hatten ja schon lange vor, dich mal zu fragen. Wir hatten dann auch schon geschrieben, als wir beide gleichzeitig in Island waren zum Vulkanausbruch. Immer so hin und her geschrieben, wann können wir dich endlich in den Podcast holen. Jetzt hat es geklappt, wir freuen uns. Ja, ich freue mich auch. Und wir sind mal direkt über die Grenze rüber, weil du wohnst ja eigentlich in Bayern, nicht in Österreich. Genau, einfach auf der anderen Seite von der Grenze. So ganz knapp. Ganz knapp, ja. Aber cool, hast du eine schöne Location hier rausgesucht? Und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal als erstes, wie wir fotografieren gehen. Wir sind zwar schon wieder da, wie ihr seht, wir sind klitschnass. Gerade eben hat es gewittert und geregnet wie in Strömen. Aber das seht ihr jetzt als erstes und dann würde ich sagen, quatschen wir eine Runde. Ab ins Interview. Auf geht's. Super. Thank you.
Ja, jetzt sind wir hier den Taugelbach hintergelaufen und da im Hintergrund kann man eigentlich einen ganz coolen kleinen Wasserfall sehen. Und das Wetter ist eigentlich heute perfekt. Also wir haben hier ein richtiges, miserables Sauwetter. Es regnet so ein bisschen und der Regen, der macht die Steine alle nass. Und erst wenn Steine nass sind, bekommen sie eigentlich so ihre richtig schöne Farbe. Also wie hier in diesem Red Canyon haben wir ja dieses rote Gestein. Und erst durch die Feuchtigkeit wird das Rot noch intensiver rot. Das Ganze kann man dann natürlich auch noch verstärken, indem wir einen Polfilter verwenden. Also am Ende ist es heute wirklich die perfekte Kombination. Ein feuchter Regentag mit Polfilter und wir bekommen dann am Ende richtig kräftige Farben hier raus. Wenn ich jetzt an so einer Location wie hier komme, dann schaue ich erstmal ganz gerne durch die Kamera durch. Also ich nehme meine Kamera und suche mir erstmal den Blickwinkel, wie er mir gefällt. Also ich scanne davor schon ein bisschen so die Umgebung ab. Wie zum Beispiel hier ist so eine schöne Stufe im Vordergrund. Und dann gehe ich erstmal so runter. Dann schaue ich, wie ich diese Stufe am besten ins Bild setzen kann. Weil viele Fotografen machen immer den Fehler und die kommen gleich mit dem Stativ, bauen sich auf und dann stehen die irgendwie alle immer so fix gleich da und sind eigentlich gar nicht mehr flexibel. Aber man sollte immer erst einfach schauen, wo will ich denn hin? Und wenn ich dann meinen Standpunkt gefunden habe, dann baue ich genau hier an diesem Platz eben mein Stativ auf, damit ich glücklich bin. Vor allem bei der Bachfotografie sollte man halt unbedingt aufpassen, dass ihr einen guten Stand von eurem Stativ habt und da ja nichts wackelig ist. Und danach fotografiere ich immer ganz gerne mit dem Live-View. Beim Live-View ist nämlich der Spiegel schon nach oben geklappt und ich muss mir über die Spiegelvorauslösung keine Gedanken mehr machen, damit er noch etwas verwackelt. Als nächstes stelle ich erstmal dann den Polfilter ein, damit diese intensiven Farben zur Geltung kommen. Und von den Grundeinstellungen sind wir jetzt eigentlich von der ISO-Zahl relativ flexibel. Also ich nehme jetzt ISO 200, weil es ist gerade schon ziemlich dunkel geworden, damit die Zeit nicht allzu lang wird. Bei einer Blende von 11, damit alles von vorne bis hinten scharf wird. Genau, dann wischen wir hier noch kurz ab, weil es regnet und da bilden sich immer wieder Tropfen an der Linse. Und man sollte fast wirklich vor jedem Bild wischen, weil ein Tropfen kann einfach das ganze Foto zerstören. Genau, dann braucht man entweder einen Selbstauslöser oder einen Fernauslöser, damit wir nicht verwackeln, wenn wir auslösen. Und wir drücken drauf und danach sollte das Bild eigentlich passen. Wir haben jetzt eine Belichtungszeit von 8 Sekunden. Das bedeutet, das Wasser wird schon sehr weich. Genau. Und bei den Belichtungszeiten kann man eigentlich immer ein bisschen variieren, testen. Denn manchmal sieht ein sehr weiches Wasser besser aus. Manchmal sieht es besser aus, wenn man nur eine halbe Sekunde hat oder eine Sekunde. Also da solltet ihr immer ein bisschen durchtesten, wie es euch am besten gefällt. Jo! So, also ihr habt ja gerade gesehen, es war so ein bisschen eine Odyssee, was wir schon hinter uns haben mit dem Regen. Es ist auch tatsächlich der sechste Versuch, dass wir jetzt hier probieren, dieses Intro aufzunehmen, beziehungsweise diesen Anfang hier hinzukriegen fürs Interview. Vorhin hat es das Regnen angefangen, dann sind wir fotografieren gegangen, dann hat es wieder geregnet. Jetzt sollte es funktionieren. Jetzt schaffen wir es, ja. Felix. Also, lieber Sven, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast hier an die Taugel nach Österreich.
Erzähl uns doch mal, wie du hier hingekommen bist, wo du jetzt stehst. Also du hast ein Workshop-Unternehmen, du machst unglaublich viel in Richtung Naturfotografie. Du bist nicht nur Landschaftsfotograf, du machst auch Tierfotografie. Genau, ich mache auch Tierfotografie, mit Pflanzen beschäftige ich mich auch. Genauso die ganze Sparte der Naturfotografie. Wobei schon mein Steckenpferd die Landschaftsfotografie ist, würde ich sagen. Ja, wie hat alles begonnen? Im Jahr 2005 habe ich meine Ausbildung als Fotograf abgeschlossen. Mhm. Als Werbefotograf? Oder genau, Porträt? Es war damals, wir hatten ein Werbestudio und auch ein Porträtstudio. Im Porträtstudio war das vorwiegend Passbilder machen, Hochzeitsfotos machen. Genau, nicht so die Erfüllung, wenn man jetzt an die Landschaftsfotografie denkt, was man sich so als Fotograf auch erwarten könnte oder was ich mir vorgestellt habe, was ich tun möchte. Und darum habe ich dann erstmal aufgehört zum Fotografieren danach. Ach, komplett oder halt mit dem Beruf aufgehört. Okay, okay. Genau. Ich habe meine Lehre nach 3 Jahren abgeschlossen, habe den Beruf aufgehört und bin, ich weiß es nicht, vielleicht 10 Jahre lang reisen gewesen. Wow. Also immer wieder weg gewesen, bin ich wieder heimgekommen und habe bei den Reisen immer fotografiert. Mhm. Genau, zuerst waren das bei den Reisen die Kulturen auch fotografieren. Ich war zum Beispiel mal 10 Monate in Südamerika, war auch noch nicht so professionell, wie ich es jetzt mache, würde ich sagen. Okay. Wobei, da finde ich eigentlich ganz schön, dass es nicht so professionell war. Dadurch habe ich, glaube ich, auch mehr erlebt und ich war freier, genau. Also viele Erfahrungen hätte ich vielleicht sonst gar nicht gemacht, wenn es immer nur so in eine Schiene, so nur auf die Fotografie ausgelegt wäre. Genau. Ich war dann zum Beispiel auch mal ein halbes Jahr in Thailand, da war ich Unterwasserkameramann. Oh, stark, okay. Genau. Und wenn ich zurückgekommen bin, habe ich dann wieder einen Job gemacht. Das war im sozialen Bereich. Mhm. Habe so nebenbei noch meine Lehre zum Heilerziehungspfleger gemacht. Genau, das war, hat sich immer super kombinieren lassen, weil im sozialen Bereich werden immer Leute gesucht. Stimmt, ja. Genau, ich war wieder reisen, habe fotografiert, bin zurückgekommen, habe meinen alten Chef angerufen oder von meinem Dad zum Beispiel den Chef. Mhm. Und die haben einfach gesagt, okay, komm wieder. Sven, schau morgen vorbei. Ja. Und dann hat man ausgemacht, wann man wieder anfangen kann. Saugeil. Genau, also hat sich perfekt kombinieren lassen, das Ganze. Und dann habe ich irgendwann 2012 gedacht, ich mache so meine ersten Workshops oder da habe ich so die ersten Workshops geplant und die habe ich dann 2013 umgesetzt. Also das war damals noch auch hier in der Gegend, Berchtesgaden. Okay, ja. Genau, und dann auch der Bayerische Wald. Das war so das erste Jahr meiner Workshop-Karriere und damals, ja, sind noch Freunde mitgekommen. Okay. So, also, ja. Mach mal. Und genau, also war einfach noch schwierig, dass man Leute gefunden hat zu Beginn. Dann hat sich das aber ziemlich schnell ausgebaut. Also ein Jahr drauf war ich dann schon in Island mit den ersten Leuten. Und vielleicht 3 Jahre später war das dann schon so groß und meine Workshops waren schon so viel, dass ich dann gesagt habe, okay, entweder muss ich jetzt nur noch Fotografie machen, nur noch Reisen machen, nur noch Landschaftsfotografie, Naturfotografie. Oder ich ziehe mich da mehr zurück und muss mich wieder mehr auf die Arbeit konzentrieren. Mhm. Genau, und meine damalige Freundin habe ich dann sehr unterstützt einfach auch. Genau, die hat gesagt, Sven, zieh dein Ding durch. Ohne geht's nicht. Ja. Du musst es unbedingt machen, weil das ist einfach deins. Und ja, so bin ich dann darin gelandet und bin eigentlich super froh, super happy, dass ich jetzt das Leben leben so kann, wie du es machst. Läuft. Ja, okay, geil. Und früher war das dann, also war es Reisefotografie, was du da klassischerweise gemacht hast, oder war da der Fokus dann schon auch immer schon Richtung Natur? Ja, zu Beginn war das alles Mögliche. Ich habe einfach die Städte fotografiert, kulturelle Städten. Dann haben mich zuerst auch die Menschen begeistert in anderen Ländern, die ganze Kultur. Aber über die Jahre ist es immer so mehr, die Menschen haben wollten dann wieder nicht fotografiert werden. Okay, die Städte-Fan bin ich sowieso keiner. Mhm. Und dann lieber ist es immer mehr in diese nur noch Naturrichtung gegangen. Mhm. Hattest du eigentlich damals auch schon irgendwelche Vorbilder, für die du dich begeistert hast, die dich inspiriert haben? Oder wie bist du eigentlich zu deinem Style gekommen, den du jetzt so fotografierst? Damals hatte ich eigentlich
keine wirklichen Vorbilder. Also wenn wir jetzt mal so 2005 schauen, irgendwie soziale Medien waren noch relativ mager oder da war diese ganze Szene, finde ich, noch viel kleiner. Jetzt schaut man in Instagram rein und man hat da seine Tausende von Fotografen, wo man hochschaut. Aber damals hat man vielleicht mal eine Geo aufgeschlagen und hat sich gedacht, schöne Fotos. Ja. Also da war das alles irgendwie noch schwieriger, auch dass man irgendwie die Plätze rausbekommt. Also das war da, entweder ich bin damals noch anders rangegangen an die ganze Sache oder es war einfach noch irgendwie eine andere Zeit der Landschaftsfotografie, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Also ich glaube, da hat sich die letzten Jahre einfach sehr, sehr viel entwickelt. So. Und wenn du jetzt guckst, wen guckst du dir jetzt gerne an? Gibt es heutzutage irgendwelche Fotografen, wo du sagst, Mensch, das gefällt mir außerordentlich gut? Boah, da gibt es einige. Muss ja nicht unbedingt sein, dass man den jetzt nacheifert, so, aber wo man sagt, ey Mensch, das ist... Also ich lasse mich gern von anderen Fotografen inspirieren. Ja. Wenn ich irgendwo, wenn ich Island unterwegs war, habe ich mir auch von Felix schon die Bilder mal angeschaut davor. Also, ich glaube, wir schauen uns so da gegenseitig alle immer an. Man lässt sich immer irgendwie inspirieren. Genau, und wenn man sich, dann so trifft wie hier, dann sieht jeder so, sind alles einfach nur irgendwelche normalen Leute, gell? Das sowieso, irgendwie schaut man so hoch und dann... Entpuppt sich, die kochen alle nur mit Wasser. Ne? Genau. Ja. Genau. Geil. Ja. Vermisst du die Zeit, wie es früher war? Also es ist ja schon auch alles wahnsinnig schnelllebig und irgendwie schon auch manchmal ein bisschen unüberschaubar geworden. Fandest du es früher einfacher, so in diesem ganzen Fotografie-Wust und Dschungel durchzublicken? Oder generell auch so, wenn du sagst, naja, es war halt früher schwerer, Locations rauszufinden, so. Da, also, das ist ja auch Fluch und Segen, ne? Ich finde, es hat beides etwas. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Taube hier nehmen, wo wir gerade waren, ich habe damals, bevor ich die Stelle gefunden habe, war ich hier 4 Tage unterwegs und bin einfach diese Bäche hier auf und ab gelaufen. Okay. Bin in alle Seitenbäche rein, bis ich mal diesen einen Bachlauf gefunden habe, den ich suchen wollte, weil ich einmal ein Bild davon gesehen habe. Mhm. Genau. Und ich liebe dieses Scouten, also das hat ja was. Vor allem, also, du nimmst ja von diesem Scouting-Trip wahrscheinlich auch schon tausende Bilder mit, ne? Weil genau, also du entdeckst ja andere Sachen, findest andere Sachen, du nimmst das ganz anders wahr und ich finde auch, ein Bild ist mehr wert irgendwie. Mhm. Also ich denke mir immer, wenn ich genau weiß, okay, ich fahre an diesen Parkplatz, steige aus, gehe 10 Meter, drück dann ab, dann fehlt mir manchmal so das ein bisschen Abenteuer, die Geschichte dahinter oder diese Verbindung auch zu dem Bild. Mhm. Genau, wenn ich jetzt dafür 1,5 Stunden irgendwo einen Berg hochlaufe, dann vielleicht auch noch schlafe, damit ich den Sonnenaufgang am Morgen habe, dann kann ich, also ist für mich das einfach viel mehr Erfahrung, viel mehr Input und ich habe viel mehr Bezug zu diesem Bild im Nachhinein. Klar. Also, weil für mich ist einfach die Fotografie oder die Naturfotografie nicht nur, dass ich am Ende ein schönes Bild habe, sondern auch, dass ich einfach die Zeit in der Natur verbringe und halt da was erlebst, so dieses Komplettpaket. Dass ich was erlebe, genau, dieses Komplettprogramm. Ja. Also das ist das Bild ist wahrscheinlich dann eher so ein Bonus. Das Wichtige an der Naturfotografie, das ganze Erlebnis und dann einfach ein Bild festzuhalten. Mhm. Ja. Genau, zu deiner Frage nochmal, von daher fand ich so das Frühere schon teilweise auch schöner. Mhm. Natürlich hat es jetzt auch seine riesigen Vorteile, gell? Aber ist es denn so, dass wenn du jetzt so einen Spot relativ leicht rausfindest, sage ich mal so, dass du dann auch wirklich den leichten Weg dahin gehst oder sagst du dann schon auch so, ich probiere trotzdem noch irgendwie alles drum? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, haben wir uns ja schon irgendwie so ein bisschen unterhalten und dann haben wir so ein bisschen Spots auf Instagram so geguckt und so und haben dann gesehen, da gibt es diesen einen geilen Berg in den Dolomiten so. Ja. Wenn du jetzt wüsstest, wo der ist, würdest du dann quasi genau gezielt dorthin fahren und nur dieses eine Bild machen oder würdest du dann trotzdem noch so irgendwie versuchen, die ganze Gegend da zu scouten? Ich denke mal, das ist immer abhängig, wie viel Zeit man gerade hat. Okay, gell? Ja, logisch. Also, ich vermute mal, wenn man jetzt irgendwie nicht so viel Zeit hat und man weiß, okay, heute Sonnenuntergang und da passt das Licht, dann wird man wahrscheinlich erstmal gezielt an diesen einen Platz, wo man sich dann denkt, okay, ich habe mal mein Foto. Genau. Und wenn dann die Zeit es noch zulässt, dann
würde ich wahrscheinlich liebend gern dann auch die Gegend dann rundherum wandern gehen. Da sind wir aber schon bei dem Punkt. Also durch dieses auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du diesen Druck auch hast, so Instagram, soziale Medien, da irgendwie halt Content rauszupushen. Das heißt, du musst ja quasi, oder viele Fotografen versuchen mittlerweile halt möglichst viel in kurzer Zeit zu schaffen. Dadurch geht aber halt genau das, was du erzählst, halt verloren, ne? Genau, stehst du auch unter diesem Druck, oder? Ich denke, ich habe natürlich auch ein bisschen diesen Druck. Also ich nehme das Ganze inzwischen schon gelassener, weil ich glaube ich schon sehr lange jetzt auch fotografiere. Also früher war das, ich muss das sehen, ich muss das sehen, ich muss das sehen. Ja. Und jetzt denke ich mir, kann ich auch einfach mal 4 Tage an einem Platz bleiben und einfach mal schauen, was so in der Gegend passiert. Geiles Zeug machen. Also von daher wird dieser Druck, glaube ich, umso länger man fotografiert, immer weniger. Weniger, ne? Und wenn wir jetzt diese sozialen Medien nehmen mit Instagram, also da habe ich einfach von den letzten 10 Jahren noch einige Bilder. Wenn ich da so alle 2 Jahre die gleichen Bilder mal posten würde, merkt sich keiner so. Also stimmt, andere Fotografen posten jedes Monat so ungefähr die gleichen Fotos. Das stimmt. Und haben trotzdem tausende Follower. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, zum Beispiel, würde ich jetzt mal vermuten, dass ja die sozialen Medien auch den Vorteil jetzt wieder haben, dass du zum Beispiel jetzt, was deine Workshops angeht, sie einfacher vermarkten kannst als früher vielleicht. Oder zumindest auf andere Art und Weise, die vielleicht ein Stück schneller geht. Bestimmt, ja. Das ist also bestimmt ein Vorteil, ja. Wenn wir über die Nachteile von sozialen Medien sprechen, vielleicht auch, es gibt ja auch Vorteile. Es gibt durchaus Vorteile. Also ich glaube vor allem für uns Fotografen, weil wir einfach Bilder haben, das unser Produkt ist und die sozialen Medien leben ja von Bildern. Mhm. Also von da ist es vor allem für uns Fotografen das perfekte Medium, um uns darzustellen. Wenn du so insgesamt jetzt mal, wenn wir deine Workshop-Historie mal betrachten, wie viele Wochen im Jahr bist du zu Workshops unterwegs? Kannst du das so ungefähr sagen? Also wenn es jetzt normal laufen würde, wie lange bist du im Jahr unterwegs? Ja, ich würde mal sagen, ein Drittel ungefähr. Ein Drittel, ja, ist schon eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, ja. Gehst du dann auch noch privat auf Reisen oder gehst du eigentlich nur noch zu Workshops? Bist du nur noch zu Workshops unterwegs? Ich gehe schon manchmal mit Fotofreunden dann auf Tour. Also mit guten Bekannten, wenn ich mal Zeit habe. Aber genauso genieße ich es auch mal, wenn ich irgendwie gemütlich zu Hause bin. Ja. Also früher wollte ich immer unterwegs sein. Ich habe mir das nicht vorstellen können, mal nicht unterwegs sein zu wollen. Also eben diese 10 Jahre, wo ich vorher gemeint habe, wo ich einfach die Welt bereist habe, da war ich zu Hause und ich wollte eigentlich schon wieder weg, so ungefähr. Und ja, so war das. Krass. Und jetzt ist es schon so mittlerweile, dass ich die Heimat auch sehr genieße. Also machst du auch mal Urlaub zu Hause quasi? Ja, vor allem mit meinen Kleinen dann einfach auch. Ja, also einfach mit denen auch dann die Zeit verbringen. Ja, das ist schon auch wichtig. Abenteuer im nächsten Wald erleben. Ja. Ja, cool. Also du hast auch einen Sohn. Genau. Ja. Mit dem verbringst du auch wahrscheinlich dann viel Zeit, wenn du hier bist. Dann so viel wie möglich, ne? Genau. Also mein Sohn ist der Arian. Und es ist ganz cool eigentlich mit diesen Workshops, weil ich bin ja immer eine Woche zum Beispiel weg oder 1,5 Wochen weg. Mhm. Und dann bin ich aber dafür wieder 2 Wochen da oder so. Und da habe ich mir das immer super timen können, dass ich eine Woche unterwegs bin. Dann die nächste Woche kommt gleich wieder mein Sohn für eine Woche zu mir. Dann ist Papa Zeit angesagt. Ja, genau. Cool. Von daher habe ich eigentlich sehr viel Zeit mit meinem Sohn verbringen können, weil ich bin mit der Mutter von meinem Sohn leider nicht mehr zusammen, genau. Aber so, wir haben sehr viel intensive Zeit, ich und mein Kleiner. Ja, das ist doch schön. Ja, total. Welches Land ist für dich, das ist jetzt vielleicht auch so eine Standardfrage, aber welches Land ist für dich aktuell das beliebteste Reiseziel, also für dich persönlich? Für mich persönlich? Wo fährst du am liebsten hin im Moment? Oh, das ist schwer. Das ist mega schwer. Wo fahre ich am liebsten im Moment hin? Also ich hätte eine Vermutung. Du hast eine Vermutung, glaube ich mal. Also ich würde sagen, ich habe gar kein liebstes Reiseziel. Also ich finde, die Mischung macht es einfach. Ja, okay. Also ich freue mich dann immer wieder mal auf andere Länder, auf was anderes.
Wo ich immer wieder gerne zurückkomme, ist zum Beispiel die Lofoten. Mhm. Okay. Weil auf den Lofoten, das ist so ein bisschen, ja, hört sich blöd an, aber wie nach Hause kommen, weil man kennt schon alle. Ja. Also auf den Lofoten ist es jetzt einfach, ich komme da hin, dann wartet der Oli an der Abendstation mit dem Autoschlüssel. Geil. Dann fahre ich zur Dagmar, das ist dann die, die die Unterkünfte bei der Unterkünfte so, ja. Dann fahre ich ins Café, da werde ich dann schon begrüßt, hey Sven, und dann kriege ich meinen Kaffee und meine Zimtschnecken. Und das ist wirklich so. Also da mag ich die Lofoten. Also ja. Das ist so ein Ziel, wo ich immer gerne hinfahre. Wie oft bist du dann im Jahr dort? Also wenn ich dich schon so gut kenne, dann musst du ja mindestens, einmal im Quartal eigentlich dort sein. Nein, oder? Also ich bin eigentlich immer Januar, Februar da, also für 2 Wochen. Mhm. Oder im September war ich auch schon. Also jedes Jahr eigentlich 2 Wochen. Ah ja. Genau, aber ja, über die Jahre haben wir sich da. Und dann gehst du sehr intensiv Zimtschnecken kaufen. Genau, bei den Zimtschnecken-Ladies. Ja, cool. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass du jetzt Island sagst. Weil du auch erzählt hast, dass deine Ex-Freundin aus Island kommt zum Beispiel. Die kommt aus Island, ja. Und dass ihr ja auch sehr lange Zeit immer dort verbracht habt. Und du bist ja auch nach wie vor oft auf Island. So, wenn ich jetzt bin gern auf Island. Island habe ich mittlerweile schon sehr viel gesehen. Mhm. Also da reizt mich zum Beispiel im Moment des Süden oder so, diese Standardtouren relativ wenig. Ja. Also dann würde mich das Hochland und so richtig reizen oder der Winter. Ja. Genau, aber jetzt so diese Standardrouten im Sommer zum Beispiel, ja, da war ich einfach schon so viel unterwegs. Und ja, aber Island ist auch immer schön. Da habe ich die Familie, die Tante, die Oma und alle. Und genau, und Island ist von den Landschaften her einfach extrem cool. Also kann man nicht drüber streiten. Definitiv, ist einfach ein spektakuläres Land. Und man hat auch gute Abwechslung. Total die Abwechslung, ja. Wasserfälle, Vulkane, jetzt, die Gletscher. Ja, hätte man sie fast gesehen. Stimmt, ja, da haben wir noch miteinander geschrieben, ja. Genau, da haben wir uns so 2 Tage verpasst. Zwei Tage, du warst noch in der Quarantäne und in der Zeit bin ich wieder abgereist. Und sonst hätten wir uns gesehen, ja, stimmt. Genau. Das heißt, du hast es auch noch erlebt mit 3 spuckenden Vulkankratern hintereinander, oder? Genau, ich habe so den Übergang erlebt, diese 3 spuckenden hintereinander. Und dann sind es nur noch 2 gewesen und dann hat sich die 2 in 1 verwandelt. Der eine große, ne? In der Zeit, wo ich da war. Und jetzt wächst der Große ja immer mehr weiter. Okay. Genau. Das ist also noch echt Schwein. Auf deiner Website, in dem Teil über dich, hast du auch so einen Philosophie-Teil. Und da steht ein bisschen was drin, so wie du an die ganze Sache rangehst. Und da steht auch zum Teil, dass du gar nicht mehr so auf diese Knaller-Locations abfährst, die du ja aber wahrscheinlich... Habe ich das richtig im Kopf, weil du mich so unwissend anschaust? Nö. Okay. Ich weiß nicht mehr, was da drin steht. Da steht drin, dass so diese krass großen Spots, die halt so die üblichen Verdächtigen sind, sage ich mal, die meidest du mittlerweile so ein bisschen und bist eher auf der Suche nach so den ruhigeren... Ja, also es kommt einfach darauf an, ob ich für mich unterwegs bin oder ob ich mit einem Workshop unterwegs bin. Ich wollte gerade fragen. Das ist halt der große Unterschied. Ja. Also wenn ich für mich alleine unterwegs bin, bin ich einfach gerne irgendwo in der Natur, am Berg, wo ich so einfach für mich alleine die Natur genießen kann. Aber du fotografierst dort schon auch? Fotografiere auch, ja. Okay. Ich wollte eigentlich eher drauf raus, also erstens mal, bist du in deinen Workshops dann tatsächlich auch an den etwas unbekannteren Spots oder machst du da schon auch quasi die Highlights? Bei den Workshops, also bei den meisten, sind schon auch viele Highlights dabei. Okay, ja. Genau. Ich denke mal, viele Leute wollen die gerne sehen, sind einfach beliebt, dann sind sie meistens einfach zugänglich. Also man muss auch immer schauen, dass so die breite Masse überhaupt an die Location kommt. Ja. Genau, dann viele der Locations, finde ich, sind auch bei vielen Lichtsituationen fotogeeignet. Genau. Also es ist man halt ist dankbar, so, ne? Ja. Sie sind sehr dankbar, genau, man ist nicht so abhängig jetzt. Ja. Und selbst bei Scheißlicht kriegst du auf der Seceda noch irgendwie was Geiles hin. Ne? Genau, also die Workshop-Teilnehmer kommen einfach mit einem guten Ergebnis heim und das finde ich ist halt auch was Wichtiges, dass die glücklich mit schönen Bildern heimkommen. Das sollte schon so sein, genau. Das stimmt. Wenn ich jetzt auf dem Workshop
irgendein Ding nachjage, wo dann das Licht genau so sein müsste und dann habe ich das nicht, dann geht jeder enttäuscht heim. Und genau, ich, ja. Du bist dann der Depp. Der Sven hat das nicht gut gemacht. Okay. Wie läuft denn generell eigentlich so ein Workshop bei dir ab? Wenn ich jetzt bei dir eine Fotoreise quasi buche, nehmen wir jetzt als Beispiel mal die Dolomiten zum Beispiel. Kann man ja mit dir machen. Ja, genau. Wie läuft sowas ab? Also kannst du jetzt mal für die Zuschauer kurz erklären, vielleicht sind ja einige mit dabei, die mal Bock haben, mit dir in die Dolomiten zum Beispiel zu fahren. Wir blenden den Link auf jeden Fall unten ein zu deinem. Und die 50% Rabatt. Genau. Nein, aber grundsätzlich, also man bucht quasi bei dir so eine Fotoreise. Ist das so ein All-Inclusive-Paket oder wie ist sowas aufgebaut erstmal? Genau, ist schon All-Inclusive-Paket. Also ich arbeite ja mit Reiseveranstaltern zusammen. Mhm. Genau, die können dann auch, also gut, Dolomiten brauchen wir jetzt keine Flüge, ja. Aber je nachdem, was man benötigt, organisieren die Anreise, die Unterkunft ist mit dabei, dann die Leute werden auch vor Ort rumgefahren. Genau, im Endeffekt müssen sie sich um nichts weiter kümmern. Ja. Allgemein ist zu sagen, ich lege sehr viel Wert auf gutes Licht bei den Workshops. Mhm. Genau, also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Workshop-Anbieter. Ja. Und also auch wenn wir, ich habe jetzt letzte Woche eben Dolomiten gehabt im Sommer und da haben wir halt teilweise nur 5 Stunden Schlaf gehabt, weil wir einfach Sonnenuntergang haben wollten, aber wieder Sonnenaufgang. Ja. Genau. Ja. Und tagsüber blauer Himmel ist dann eh relativ uninteressant. Kann man dann auch mal vielleicht gemütlich tagsüber mal einen Kaffee trinken oder muss man ja nicht komplett durchpowern. Ja. Aber mir ist halt einfach wichtig, dass wir so die guten Lichtstimmungen auch mitbekommen. Sehr schön. Genau. Ja. Und das heißt, du organisierst das quasi, also du legst die Locations vorher fest oder gibt es auch Situationen, wo jetzt zum Beispiel die Gruppe dann sagt, hey, wir wollen aber unbedingt gerne zu dem Spot. Bist du dann da flexibel? Also kannst ich du bin da immer flexibel. Oder? Also ich habe jetzt nicht mein komplettes Programm. Ja. Also ich habe schon meine Anfahrtspunkte, ja. Aber ich denke, man sollte ja immer was in der Hinterhand haben, je nach Wetterbedingungen. Mhm. Wenn es jetzt regnerisch ist, vielleicht ein paar Wasserfälle oder ein paar Bachläufe oder sowas. Ja. Genau, und wenn die Leute irgendwie sich was wünschen, dann bin ich da auch immer mit dabei, wenn es irgendwie ins Programm reinpasst. Mhm. Also einmal bin ich 2 Stunden extra wohin gefahren, irgendwie mitten in der Nacht, nur damit wir den Gwizdekur auf Island noch erreichen, weil sich das jemand gewünscht hat und die anderen waren dann auch begeistert, sie wollen auch dieses Nashorn sehen. Dann sind wir einfach 2 Stunden da noch hin und 2 Stunden wieder zurück, haben wir einfach die Nacht noch 4 Stunden Umweg gemacht. Ja. Genau. Ja, cool. Ja, aber ist super. Genau, also mit mir kann man da immer irgendwie drüber reden und ja, ich habe auch kleine Gruppen von 6-7 Leuten und von daher ist ja alles eigentlich flexibel. Ja, klar. Genau. Und wie sehen so deine Teilnehmergruppen aus? Also erst, wie groß sind die Gruppen und achtest du da auch drauf, dass jetzt zum Beispiel nicht zwei 20-Jährige jetzt mit einem 75-Jährigen irgendwie zusammengepackt werden? Weil es jetzt vielleicht mal, ich kann mir vorstellen, die 20-Jährigen würden eher gerne mal auch eine weitere Wandertour machen und der 75-Jährige schafft das vielleicht gar nicht mehr so sehr. Achtest du auf sowas auch oder ist das eher eine sehr heterogene? Nö, also ich glaube mal, so alt und jung kann sich gut kombinieren auch. Mhm. Also ich kenne auch 85-Jährige, die hängen nicht am Berg ab. Also das heißt erstmal gar nichts. Ja, ja. Genau, aber das Durchschnittsalter, also ich denke mal, so 20-Jährige kommen selten mit. Also ja, aber ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Meistens beginnt es so bei Mitte 30, dass die Leute mitkommen. Mhm. Genau. Aber ich hatte auch mal einen Teilnehmer auf Teneriffa, der hat mir voll getaugt. Der war fast 90. Krass. Und der hat am Ende gemeint, Sven, ich freue mich jetzt wieder, wenn wir dann zurück sind, dann kann ich endlich wieder mehr wandern und Kajak fahren. Schmarre, echt, oder? Genau, also so viel zu diesen 75-Jährigen. Ja. Der war 90. Wahnsinn. Genau, also der war richtig cool. Krass, echt krass. Genau, dann hat er auch noch erzählt, ja, vor 5 Jahren hat das Wildwasserfahren aufgehört, weil er hat gemerkt, so, da ist er zu alt dafür. Er macht jetzt nur noch so Seen wie Mecklenburger Seenplatten. Okay, läuft. Ja, krass. Der war richtig gut. Das heißt, er ist mit 85 noch irgendwie Wildbäche gefahren, oder was?
Ja, also der war... Wahnsinn. Geil. So alt und fit will ich auch mal werden. Das genau. Ist ja der Hammer. Ja, also von daher finde ich, das Alte sagt nicht viel. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Es gibt wirklich einige Alte, die da noch große Ausnahmen. Fit sind. Ja. Du hast auch so ein bisschen Special-Angebot, was ich so irgendwie noch nicht so im deutschen Raum gesehen habe. Nämlich, du hast gesagt, du hast Camping-Workshops tatsächlich auch auf Island. Auf Island, ja, genau. Mir war irgendwie gar nicht klar, dass sowas als Workshop tatsächlich funktioniert. Wie läuft das dann ab? Das ist auf Island und beim Campen, finde ich, ist man halt ein bisschen flexibler. Mhm. Definitiv, also, ja. Weil man kann einfach, ja, man muss natürlich auch auf Campingplätze, aber man muss jetzt nicht zu einer bestimmten Zeit irgendwie schon im Hotel eingecheckt sein oder so. Ja. Also man kann einfach kommen, wann man möchte, abreisen, wann man möchte. Mhm. Genau, von daher ist man bei den Tageszeiten ein bisschen flexibler, wann wir wo unterwegs sind. Ja. Bei der Campingtour steht auch dann ausdrücklich drin, dass wir da mehr wandern werden. Mhm. Also ist jetzt sicher nicht für jedermann geeignet. Ja. Genau, und auch bei dieser Campingtour, man spricht, glaube ich, einen bestimmten Schlag von Menschen an. Aber das finde ich so cool daran. Es kommt halt nicht jeder mit. Genau. Ja. Also man muss halt auch das Campen mögen. Mhm. Es sind schon welche dabei, die sagen, boah, ich habe schon 20 Jahre in kein Zelt mehr geschlafen, aber ich habe voll Bock drauf wieder. Genau, das kommt auch vor. Und dann sind da welche dabei und die sagen, ja, ich mache immer wieder Zelturlaub und mir taugt es einfach voll, in den Bergen im Zelt zu schlafen. Ja. Genau, aber es ist einfach ein bestimmter Schlag von Menschen, die einfach so Bock auf dieses, ich meine, Island ist immer ein Abenteuer. Das stimmt. Aber Campen ist halt dann auch so, doppelt so Abenteuer. Eins mehr. Ja. Genau. Super geil. Also mache ich im Sommer mittlerweile richtig, richtig gerne. Mhm, das glaube ich, ja. Genau. Das heißt, dafür ist auch echt eine große Abnehmerschaft. Da irgendwie hatte ich immer so, also gut, jetzt mache ich Workshops im Winter meistens. Da ist Camping ja sowieso ein bisschen schwierig. Aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, sowas ist auch gar nicht so gefragt. Aber du scheinst das, du vielleicht mich eines Besseren. Vielleicht vermutlich, weil es kaum jemand macht. Ja. Oder, ja, also vielleicht soll ich das auch mal überlegen. Bei mir war es schon bis jetzt immer gefragt. Ja, mach, super klar. Geil. Und wir machen es mal zusammen. Ja, voll, bin ich dabei. Richtig cool, ja. Richtig schön. Gab es für dich mal eine skurrile oder witzige Situation auf deinen Workshops, wo du dich so zurückerinnern kannst? Du hast ja schon eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt. Mhm. Da ist ja bestimmt einiges passiert. Würde mich mal interessieren, ob es da so, eine Situation gibt, wo du... Ja, lustige Situation oder passieren tut natürlich viel. Ja, also, wie zum Beispiel, letzte Woche habe ich Benzin mit Diesel verwechselt. Aber Scheiße. Zum ersten Mal in meinem Leben, aber das haben wir dann alles noch gut, ganz schnell irgendwie rausbekommen. Aber was wirklich lustig war, war zum Beispiel in Island auch mal, da waren wir im Hochland und dann hatten wir einen Platten. Oh no. Dann haben wir Reifen gewechselt, sind wir weitergefahren, dann hatten wir wieder einen Platten. Und zwei Reifen hat man nicht gehabt. Oh nein. Dann hat es halt geheißen, okay, wir müssen jetzt so lange fahren, bis wir wo sind. Da waren wir im Hochland und dann hatten wir einen Platten. Verliert man ja kaum. Dann haben wir Reifen gewechselt und dann einfach sind wir weitergefahren, dann hatten wir wieder einen Platten. Und bis wir an irgendeiner Mechanikerstation waren. Scheiße. Genau, aber sowas kann einem vorkommen. Sowas kommt vor, ja. Aber da muss man auch Nerven bewahren und cool bleiben, oder? Ja, ich glaube, ich bin ein sehr ruhiger Typ. Ja, das glaube ich auch, dass du sowas gut managst. Ich habe schon viel erlebt, genau. Cool, okay. Aber sind da die Teilnehmer erstmal so, oh scheiße, was machen wir jetzt? Oder? Beim Platten zum Beispiel? Ja, die sind wahrscheinlich auch ganz ruhig, oder? Das, die haben es gar nicht mitbekommen. Also so schnell gefahren. Das war damals ganz okay. Okay, also macht sich keiner Gedanken. Genau. So, wir müssen jetzt und starten. Bei diesem Benzin und bei der Dieselgeschichte sind die Teilnehmer ein Bier trinken gegangen. Das waren die einzigen Stunden, wo es regnerisch war. Naja, okay. Du timest deine Pannen gut. War perfekt getimt. Die sind zum Bier trinken gegangen und ich bin mit dem Mechaniker schnell mitgefahren und haben wir das ausgepumpt und wieder neu getankt. Sehr geil. Ja. Okay, Gott sei Dank. Ja, jeder hat seine kleinen Fehler, gell? Ja, mein, das passiert immer wieder, kann das bleibt passieren. Nicht aus. Wo ich noch kurz darauf zu sprechen kommen wollen würde, ist dein Blog, dein Naturfotoblog, den du betreibst zusammen mit drei anderen Fotografen, nämlich For Nature Photographers heißt der, ne? Genau, wir haben so einen Blog, die For Nature Photographers. Mhm. Und die Grundidee kam von mir und von Arnold Schaffer. Mhm.
Genau, wir waren damals zusammen in Island und wir haben es eben schade gefunden, dass so viele Natur- oder auch Landschaftsfotografen immer nur so Einzelgänger sind. Okay, ja. Genau. Und dann wollten wir halt irgendwas zusammen auf die Reihe stellen. Ähnlich wie ihr auch. Ja. Ihr seid ja auch zusammen unterwegs. Genau. Und dann haben wir uns gedacht, okay, ein Blog wäre cool. Mhm. Genau. Und wir beide, also Arnold macht ja fast nur Landschaftsfotografie. Ja. Ich mache auch viel Landschaftsfotografie, aber auch so ein bisschen das andere. Mhm. Dann hatten wir damals noch den Stefan Imig gefragt, ob er nicht auch mitmacht. Ja, okay. Also Stefan Imig, der kann auch ziemlich alles sehr gut. Okay. Aber sein Hauptaugenmerk ist in der Makrofotografie. Mhm. Also Blümchen und Schmetterlinge, Insekten. Ja. Da macht der richtige schöne Kunstwerke. Genau. Und der Christoph Ruiz ist da noch dabei. Mhm. Der macht nur Wildlife-Fotografie. Genau. Und dann haben wir so versucht, okay, ja, so dieses Komplettprogramm abzustecken. Ja. Genau. Und wir veröffentlichen jeden Sonntag einen Blog-Eintrag. Manchmal kommt nur eine Bildpräsentation. Mhm. Also da posten wir ein Bild, erklären was zu diesem Bild. Mhm. Manchmal kommt ein großer Eintrag, wie zum Beispiel über den Vulkanbesuch in Island habe ich dann einen großen Eintrag geschrieben mit vielen Bildern. Und hin und wieder kommt dann auch ein Interview mit anderen Fotografen. Genau. Da, durfte ich ja auch schon dabei. Da durfte ich auch schon dabei. Genau, und so wechseln wir das immer durch. Ja. Und ja, ich glaube, super, einige Leute lesen es ganz gerne. Ja. Uns macht es Spaß. Also wir sind vier Leute, dadurch wird es auch nie zu viel Arbeit für einen alleine. Wir können es gut aufteilen. Ne? Genau, ja, wir können es gut aufteilen, weil so kennt es ja jeder vom Blog irgendwie, wenn man den alleine stemmen möchte, ja, dann verliert man irgendwann die Lust. Ja. Und so motiviert jeder wieder jeden. Und genau. Man kann sich halt einfach schön abwechseln. Genau, und wir hatten dann auch schon Ausstellungen zusammen. Wir waren zusammen auf einer Messe. Okay, genau, also so richtig als Team dann auch wirklich in die Öffentlichkeit gehen. So. Genau, wir hatten da zum Beispiel bei den Photo Adventures in Wien, also das ist so die größte Messe in Österreich. Da hat man zum Beispiel für Fotografie. Für Fotografie. Genau, da hat man zum Beispiel jetzt eine Ausstellung gehabt und da waren dann drei von uns da. Super cool. Und ja, es macht einfach zusammen viel mehr Spaß. Das stimmt, ja. Ich hatte auch schon selber alleine Ausstellungen, aber dann hängt man halt so alleine die Bilder auf. Ja. Genau, und wenn man dann zu dritt... Allein bei der Vernissage. Genau. Genau. Gut, allein bei der Vernissage vielleicht nicht. Ja, also halt. Ja, das stimmt. Das wäre eine schlechte Vernissage. Aber zumindest musst du dich alleine den Fragen auf meine Bilder. Genau. Ja, geil. Okay, ja. Also ihr teilt das alles sozusagen. Sehr schön. Genau, genau. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, weil da gibt es echt viele interessante Artikel. Da kann man auch was lernen. Jeden Sonntag. Auch immer wieder was lernen. Ja, sehr, sehr schön. Cool. Ja, schön, dass ihr da so eine Community habt mit eurem Blog. Wir haben auch einen Community-Teil, nämlich Bildreviews. Ja. Ihr könnt uns unter dem Hashtag FocusReview einfach eure Bilder vertaggen und wir suchen uns dann, oder unsere Gäste suchen sich zusammen mit uns was aus und diese Bilder besprechen wir dann bei euch. Bei uns. Bei euch, mit euch, bei uns. So, fangen wir einfach mal mit dem hier an. Ich reiche dir das mal rüber. Okay. Ja, und den Wasserfall war ich auch schon mal. Und da muss man ähnlich wie wir heute auch ein bisschen durchs Wasser gehen, okay, damit man in Standard kommt, genau. Und von der Technik finde ich es eigentlich sehr gelungen. Also ich denke mal, dass es von vorn bis hinten scharf ist. Es wurde eine Langzeitbelichtung gewählt. Mhm. Also ich denke auch, durch das, dass man kein wirklich fließendes Wasser jetzt in diesem Bild hat, also kein Wasserlauf oder so, ist diese richtig lange Langzeitbelichtung, damit es so richtig nebelhaft runterfließt, auch gut eingesetzt worden. Also oft ist es ja so, dass ich lieber irgendwie noch Struktur im Wasser habe. Mhm. Aber bei so Wasserfällen, die so klar runterbrechen, mag ich das dann oft gerne auch, wenn es richtig vernebelt ist. Bisschen länger. Also dann passt es ganz gut. Und vor allem, du hast ja da auch keine großen weißen Stellen, die entstehen durch dieses weiße Wasser. Wo dann so ein richtiges Loch. Genau, wo dann so ein matschiges Loch. Von daher finde ich die Belichtungszeit auch gut gewählt. Ja. Vordergrund, man hat auch einen Vordergrund mit einbezogen, was ja auch immer ganz wichtig ist. Mhm. Genau. Da
glaube ich, würde ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr rumspielen, probieren, dass er vielleicht nicht ganz so viele Elemente im Vordergrund sind. Ja. Vielleicht, ja, ich glaube, ich würde vielleicht versuchen, dass ich noch an einen der grünen Steine, dass ich da noch einen vielleicht so ein bisschen mehr in Fokus herausarbeite. Genau. Aber das ist natürlich auch immer je nachdem, nach Standpunkt, wie es dann genau ist, wie die Bedingungen sind. Genau, aber sonst finde ich das ein sehr gelungenes Bild. Auch so die Aufteilung, man hat nicht zu viel Himmel drinnen. Genau, nö, gefällt mir das Bild. Ja, das wäre auch tatsächlich, das mit dem Vordergrund wäre auch mein einziger Kritikpunkt da. Dass es halt von der Bildführung noch ein Ticken klarer sein könnte, obwohl ich es schon schön finde, wie das, also im Prinzip laufen die Linien schon genau zur Bildmitte, ne? Die Linien laufen rein, aber vielleicht könnte man da noch so ein bisschen was Markanteres. Genau, ja. Aber man weiß es ja, es ist immer dann situationsabhängig oft ist es nicht möglich, wie man dann genau. Wie es, Nachhinein kann man immer klug scheißen. Wie man es sich im Nachhinein dann noch wünschen würde. Ja, ja genau. Stefan? Ich schaue es mir auch mal an. Genau, auch der Polfilter wurde noch gut verwendet, wollte ich noch sagen. Ja. Also man sieht keine einzige Spiegelung. Ist wirklich schön, dass die Farben schön rauskommen. Ja. Genau. Ich stelle mir dieses Bild, also ich finde es von der Aufteilung her eigentlich auch ganz gut. Ich stelle es mir nur insgesamt ein bisschen dunkler und ein bisschen mystischer vor. Ich glaube, das würde ein bisschen besser kommen. Von der Bearbeitung, oder? Ich finde das Grün irgendwie zu hell und zu gelblich. Aber das ist persönlicher Geschmack. Ja. Ich glaube, wenn dieses Grün dunkler wäre und weniger gesättigt wäre und insgesamt das Bild auch ein bisschen dunkler wäre, dann würde das Ganze eine ganz andere Stimmung bekommen. Ich glaube, es ist halt auch hier bei relativ harschem Sonnenlicht aufgenommen worden, wenn ich mir das jetzt hier so angucke. Hatten wir ein Glück, dass wir heute strömenden Regen hatten. Gott sei Dank hat's gewesen. Wenn diese ganze Szene ein bisschen, wenn da so eine Bedingung gewesen wären wie vorhin bei uns, nicht wie jetzt, weil jetzt ist hier auch gerade krasses Sonnenlicht, aber ich glaube, dieses Motiv würde auch nochmal richtig spannend werden, wenn es so ein bisschen mystischer wäre. Ja, ja. Aber so an sich. An, wo man hin will, ne? Ja, natürlich. Genau, ja, genau, wie man es darstellen möchte. Das ist nur so, was mir direkt als erstes in die Gedanken gekommen ist. Aber bin ich bei dir, ja. Das stimmt. So, dann haben wir hier noch eins. Diesmal eine Meeresaufnahme, nehme ich an. Oder könnte es See sein? Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, es könnte auch ein See sein, ne? Auch spannend, die Aufnahme. Was mir zuerst ins Auge stoßt, das ist so diese grundsätzliche Ein-Drittel-Regel oder goldenen Schnitt komplett rausnimmt, sondern dass es so halb-halb aufgeteilt ist. Mhm. Wobei irgendwie passt es auch. Irgendwie also, passt, ja. Genau, weil der Himmel einfach sehr, sehr spannend ist. Was man bei solchen Aufnahmen immer darauf achten muss, dass die Elemente, die wirklich über den Horizont hinausragen oder wirklich unter den Horizont sind. Mhm. Genau. Aber so ist es wirklich ein schönes Bild, schöner Himmel. Wir haben auch eher wieder eine Langzeitbelichtung. Die Bäume oder Wurzeln oder was sind das? Oder ein Baum. Das schaut fast aus wie ein altes Boot irgendwie. Altes Boot. Gerippe von einem alten Boot, ich weiß es nicht. Was da drin liegt. Also nee, das ist kein Bootsgerippe. Das ist schon irgendwie Astzeug. Das ist schon Astzeug, gell? Ja. Also finde ich ein schönes Element da drinnen. Genau. Auch von der Technik her, denke ich, ist super. Mhm. Also von Schärfe und alles. Auch die Belichtungszeit ist irgendwie schön gewählt. Belichtungszeit, ja, genau. Ich vermute, dass da ein bisschen länger belichtet wurde, damit auch dann diese Spiegelungen noch besser rauskommen, noch besser zur Geltung kommen. Genau. Ich weiß nicht, ich war wieder nicht vor Ort, wie es funktioniert hätte, wenn man vielleicht ein bisschen höher drauf geht und ein bisschen weiter nach unten kippt, damit das alles noch ein bisschen so aufploppt. Mhm. Mhm. Genau. Ich hätte es, glaube ich, genau andersrum gemacht. Du hättest es eher runter, noch ja, genau. weiter unten und jetzt ist es noch weiter nach oben. Ja. Genau, weil was ich einfach gemeint habe, dass man immer schauen muss, dass man möglichst vom Horizont wegkommt. Das nicht so reinschneidet. Genau. Ja. Die Äste sind halt relativ nah jetzt, das Ganze am Horizont.
trennt sich nicht so. Ich schaue immer noch, dass er ein bisschen weiter raussteht oder ein bisschen weiter, bisschen weiter reinkommt. Aber allgemein ist es schöne Stimmung, ein schönes Bild. Stefan, du auch noch? Ich finde es halt, also vom Horizont her, finde ich es vollkommen in Ordnung, dass es zur Hälfte gemacht ist. Ich finde aber, dass das Objekt selber, dass dadurch, dass es auch noch zentral ist, wirkt das irgendwie so ein bisschen unrund irgendwie für mich. Also dann hätte ich zumindest das, diese Holzlatten im Vordergrund, die hätte ich zumindest dann ein Stück weiter rechts oder nach links gezogen. Wahrscheinlich sogar ein Stück weiter nach links, weil ich auf der rechten Seite den Sonnenuntergang im Himmel drin habe und diese knalligen Farben drin habe. Mhm. Dann hätte ich das so ein bisschen aufgeteilt und dann hätte ich so eine Diagonale im Bild drin gehabt, genau. Diagonale zwischen Element und Sonne. Ja. Vor allem, weil auch die Wolken von der linken Seite so ein bisschen nach rechts unten quasi auch wieder reinbringen. Das zieht alles dann so ein bisschen würde alles so ein bisschen auf diesen Sonnenuntergang hin bewegen. Also das wäre einfach so eine kleine Positionierungssache noch, was ihr halt auch mit der Kamera schon gesagt habt. Ansonsten finde ich es auch sehr schön. Ich finde oben im Himmel die Wolken teilweise ein bisschen sehr dunkel. Es wurde mit Sicherheit mit dem Verlaufsfilter gearbeitet. Hätte ich, glaube ich, die ganz dunklen Stellen noch mal ein bisschen aufgehellt, weil ich finde so ganz dunkle Wolken finde ich immer ein bisschen schwierig. Da ist mir der Kontrast ein bisschen zu stark. Okay. Aber das ist auch wieder persönlicher Geschmack. Ja, da stehe ich drauf auf so dunkle Wolken. Ja, macht es ein bisschen dramatischer, ne? Ja. Genau. Also, aber wie gesagt, Geschmäcker gehen immer auseinander in der Fotografie. Fall, genau. Ja. Genau. Ich stehe auf diese dunklen Wolken, die sind ein bisschen zu dunkel. Nee, aber im Großen und Ganzen. Aber insgesamt schönes Bild, sehr, sehr schöne Bilder, muss man sagen. Total, ja. Das ist definitiv. Das ist ja immer nur Meckern auf hohem Niveau. Auf sehr hohem Niveau. Und so könnte man über meine Bilder auch auf hohem Niveau meckern. Ja. Also vielen, vielen Dank erstmal an euch, dass ihr wieder mitgemacht habt mit der Bildbesprechung hier. Ihr könnt weiterhin gerne mit dem Hashtag FocusReview auf Instagram posten. Dann sehen wir eure Bilder und können sie vielleicht auch in der nächsten Episode damit einarbeiten. Ansonsten, was wir noch haben für euch als Community ist natürlich wieder auch unsere Verlosung auf Patreon. Wenn ihr uns nämlich unterstützen wollt, unseren Podcast, dann könnt ihr das tun auf Patreon. Dazu gibt es auch unten einen Link. Dort gibt es insgesamt 3 verschiedene Kategorien, die ihr auswählen könnt, wie ihr uns unterstützen wollt. Einmal Bronzemitglied, da zahlt ihr 3 € im Monat. Das ist einfach nur eine reine Unterstützung quasi. Dann gibt es den Silberstatus, da zahlt ihr 6 € im Monat. Dort könnt ihr dann immer schon ein bisschen Content von uns bekommen. Also entweder gibt es zum Beispiel ganz oft ein Bildbearbeitungstutorial. Aber bei dir gibt es heute was anderes. Und zwar, was hast du für unsere Silber-Patreons? Genau, für die Silber-Patreons habe ich mir jetzt gedacht, ich mache auch dieses Jahr wieder einen Kalender. Genau, und da können wir einen verlosen. Da können wir einen verlosen, genau. Also, wenn ihr mindestens Silber-Patreons seid, die Gold-Member natürlich auch, aber unter allen Silber- und Gold-Patreons verlosen wir einen Kalender. Und nur für die Gold-Member haben wir auch nochmal was. Für die Gold-Member habe ich mir gedacht, ich biete unterschiedliche Landkarten an, also digitale Landkarten mit Fotolocations, also ein digitaler Guide sozusagen. Cool. Und da kann sich einfach der Gewinner eine der Landkarten aussuchen. Cool. Welche Landkarten hast du da so? Was hast du im Angebot? Ich mache das zusammen mit einem Freund von mir und wir haben insgesamt 12 Landkarten jetzt. Wow. Genau, von Island bis Bayerische Alpen. Cool. Super, alles cool. Mögliche. Okay, genau. Also das ist auf jeden Fall, denke ich mal, was richtig Cooles. Für den nächsten Fotourlaub sollte da was dabei sein. Ja, sehr cool. Also kann man sich da einfach dann eine Karte davon aussuchen oder gibst du eine vor? Von den 12? Wo auch immer die nächste Reise hingeht, kann man sich dann aussuchen. Perfekt. Also Leute, so sieht's aus. Ihr könnt also uns auf Patreon unterstützen und habt damit dann natürlich auch noch ein bisschen Zusatzcontent. Finden wir richtig cool. Dankeschön an dieser Stelle, dass du das da auch alles so freigibst. Und vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also wir haben uns ja sehr darauf gefreut. Ist ja jetzt auch nochmal richtig schönes Wetter geworden am Ende. Ne? Wir hatten vorhin echt ein bisschen so, oh, jetzt regnet es so doll. Und dann kam auch noch ein krasses Gewitter. Also es hat echt richtig laut gedonnert. Und jetzt genießen wir hier in der Abendsonne. Ja. Ich würde sagen, jetzt gehen wir noch ein Bierchen trinken, oder? Und gehen schön was essen zusammen. Auf jeden Fall. Und ihr könnt, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, weiter auf Patreon schauen und da noch gucken, was es da noch zu gewinnen gibt. Und ansonsten,
danken wir natürlich euch auch fürs Zuschauen, dass ihr so lange wieder durchgehalten habt. War ja auf jeden Fall spannend. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Perfekt. Ohne sehr Fehler. Ja. Ja! Also Leute, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao. Irgendwie. Okay. Machst du mal die schwarze Box dazu, wo die Z6 drin ist? Meinen Rucksack kannst du auch zumachen. Bringst du mir noch einen Kaffee? Wir fangen wieder von vorne an. Ja. Gut. Für die Kamera, wir probieren es jetzt zum dritten Mal. Versuch Nummer 4. Heute ist wieder einer der Tage, wo die Kameras und der Ton spinnt.